Daher ist Chiptuning nichts anderes als eine sogenannte Kennzeitoptimierung. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video auf meinem Kanal mit dem Thema Chiptuning. Chiptuning, genial oder Gift für den Motor? Kommen wir jetzt zunächst zur Geschichte und zur Grundlagen des Chiptunings. Ende der 70er Jahre brachte die Firma Bosch ein kombiniertes Zünd- und Einspritzsteuergerät unter dem Namen Modtronic auf den Markt, in welchem gewisse Kennfelder abgespeichert bzw. hinterlegt waren. Daher ist Chiptuning nichts anderes als eine sogenannte Kennfeldoptimierung. Jetzt ist die Frage, was ist ein Kennfeld? Ein Zündkennfeld wird in Fahrversuchen und auf dem Prüfstand ermittelt, unter Berücksichtigung von Last und Drehzahl sowie Kraftstoffart, Abgaszusammensetzung, Verbrauch und Klopfneigung und elektronisch abgespeichert. In diesem elektronischen Zündkennfeld können ca. 1000 bis 4000 verschiedene Zündwinkel abgespeichert sein. Ein Zündkennfeld muss man sich dreidimensional vorstellen, mit drei Achsen, X, Y, Z, welchem Last, Drehzahl und Zündwinkel jeweils zugeordnet sind. Das Ganze sieht dann aus, grafisch, wie ein zerklüfteter Felsen. Durch dieses elektronische Zündkennfeld ist es möglich, den verschiedenen Betriebszuständen des Motors immer einen optimalen Zündwinkel zuzuordnen. Der Hersteller findet dann natürlich einen optimalen, sagen wir, Kompromiss. Er reizt das praktisch nicht bis ins allerletzte aus, weil er muss gewisse Garantien geben, Abgasnormen erfüllen etc. Daher bestehen da auch noch oftmals erhebliche Reserven, was das Chiptuning letzten Endes sich nutzbar macht. Kommen wir nun auf die anfangs gestellte Frage zurück. Chiptuning genial oder Gift für den Motor? Ich persönlich finde es genial, aber man sollte einige entscheidende Dinge berücksichtigen. Definitiv immer nur auf seriöse Anbieter zurückgreifen, weil es verlangt viel Erfahrung und technisches Know-how, um ein optimales Kennfeld zu programmieren, ohne dass der Motor ernsthaften Schaden nimmt. Und so wie manche Anbieter astronomische Mehrleistung versprechen, was eigentlich völliger Quatsch ist. So, und dann sollte man noch gucken, dass der Motor im generell guten Zustand ist, kein Wartungsstau, immer vernünftig gewartet wurde, auf gut Deutsch, und dann hat man noch lange Spaß an der Sache. Denn derjenige, denke ich mal, der sich dazu entschließt, Chiptuning zu machen, will ja nicht wie die Oma mit 35 zum Einkaufen fahren, sondern der will das Potenzial auch mal nutzen. Und daher sollte man den Motor auch gut pflegen. Optimalen Wartung und auch, gehört auch dazu, dass ich, sag mal, hochwertige Öle verwende, eventuell die Ölwechselfristen auch verkürze, da ich meinen Motor ja deutlich höher belaste, oftmals. Denn sollte man sich die nächste Frage stellen, was reingeht, muss auch irgendwo wieder raus. Ist meine Abgasanlage groß genug dimensioniert? Und auch in Bezug auf im Sommer zum Beispiel auf der Autobahn, hohe Außentemperatur, lange Vollgasstrecken, ist mein Motor auch thermisch standfest? Oder muss ich hier gewisse Dinge noch verbessern, sprich Zusatzölkühler, größeren Ladeluftkühler als Beispiel mal genannt, und dann haut das auch alles gut hin. Zusammenfassend gesagt ist Chiptuning eine tolle Sache. Ihr nutzt die Abwerkreserven des Motors, und wenn ihr die vorher genannten Punkte berücksichtigt, habt ihr auch lange Freude an eurem Motor. Und ganz wichtig, fast vergessen, das natürlich beim TÜV eintragen lassen. Aber wenn ihr auf seriöse Anbieter zurückgreift, dürfte das kein Problem bereiten. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Bewertet es, teilt es mit euren Freunden und folge dem Meister. Abonniert meinen Kanal. Bis nächsten Donnerstag, euer Gerd.